Herzlich willkommen zum offiziellen Face-Off zwischen Leon Bauer und Timo Rost. Die beiden werden am 27. Januar in der Motorworld in Köln in den Ring steigen. Hast du Bock? Bist du ready? Ja. Ja? Sicher? Ich habe noch 2 Wochen. Oh, ja. Hast du noch 2 Wochen? Ich werde noch ready, ja. Glaubst du, es reicht in 2 Wochen? Ich muss auf den Punkt fit sein. Ja. Okay. Wer war der Beste, mit dem du jemals im Ring warst? Was hat mit sich Sturm? Boah, schwierig zu sagen. Ja, hau mal was raus. Elvis Etemi. Elvis Etemi, würdest du sagen, ist der Beste? Dann viel Spaß am 27., mein Freund. Ja? Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ja? Ja. Ich hoffe, bitte sei in Bestform. Ich werde definitiv in Bestform sein. Sicher? Ja. Ja. Dann gib Vollgas. Ich warte auf dich. Timo, dein Gegner hat behauptet, er sei der stärkere Kämpfer. Was denkst du über dieses Selbstbewusstsein und wie wirst du ihm im Ring begegnen? Klar, für ihn und ich glaube für viele anderen bist du der Favorit. Deswegen würde ich sagen, dass du den Druck hast. Ich kann ganz locker entspannt, sage ich mal, auftauchen, ne, und dann eben für die Überraschung sorgen. Bist ein guter Boxer, du hast deine Erfahrungen gemacht. Du hast 19 Kämpfe, bist ungeschlagen und ich werde dir das Leben sehr, sehr schwer machen. Bitte, bitte. Bitte, mach's mir nicht zu einfach. Leon, es gibt Gerüchte, dass dein Gegner glaubt, du bist nicht in Bestform diesmal. Wie reagierst du auf sowas und was können die Fans am 27. Oh, das schüttelt's mir im ganzen Körper. Ich liebe es. Ich liebe es. Erwart mich nicht in Bestform. Mach das. Dann wird's noch witziger. Timo, es gab Diskussionen über mögliche Schwächen in deinem Gameplan. Wie beabsichtigst du, diese zu überwinden und deinen Gegner zu dominieren? Ja, wenn ich dir jetzt alle meine Taktiken erzähle, wäre das, glaube ich, nicht so schlau. So doof bin ich nicht. Ich kann dir meine erzählen. Ich werde sie trotzdem umsetzen. Okay. Bitte. Leber, mein Freund. Leber. Du bist gerne offen, alles tun. Und dann hast du ja auch in einer kurzen Zeit relativ 10 Kilo draufgepackt. Mehr. Anabolika? 15. Wie sieht es mit dir aus? Sicher? Okay. Sehen wir. Ich will auch noch viele Kinder. Du hast einer im anderen nichts zu tun. Ich glaube schon. Viel gegessen, also ja. Und warum keine 76? Wie soll ich das schaffen? Ich war mit 93 fast trocken. 93 Kilo. So, also. Okay. Seit langem auch mal wieder ein deutsches Duell. Freut ihr euch beide umso mehr darauf? Absolut. Das ist das Einzige, was deutsche Boxen voranbringt. Solche Kampfpaare. Ja. Gab es lange nicht. Es gibt viele, die den Schwanz eben einziehen. Und Angebote nicht annehmen, jetzt kommt es endlich dazu. Sehr gut fürs deutsche Boxen, ja. Sehe ich ehrlich so. Gibt es für den Gewinner aus dieser Partie mögliche Chancen, um einen Titel zu kämpfen? Mit Sicherheit, also ich glaube, der Gewinner aus dem Kampf geht weit nach oben im Ranking. Es könnten dann nur noch 1-2 Kämpfe sein, sage ich mal, bis man oben einklopft. Ja. Was denkt ihr da beide, wer ist der Favorit? Was denkst du, wer ist der Favorit? Ist mir relativ egal, ich konzentriere mich nur auf mich und weiß, was zu tun ist am 27.01., um dich auszuschalten. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Ja, gut, okay. Ja, ich habe ein bisschen darauf gesetzt, dass du dich halt extrem als Favorit siehst und. Spielt überhaupt keine Rolle. Weil vielleicht auch ein paar andere, sag ich mal, dich eben noch als Favorit sehen. Damit ich eben umso besser für die Überraschung sorgen kann. Und der Sieg ist, glaube ich, noch heroischer, wenn man eben nicht damit rechnet. Wie gesagt, man darf träumen. Träum weiter. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit weg. Sehr, träumen sehr weit werden Realität. Aus Träumen werden Realität. Leo, magst du sonst vielleicht eine Prognose abgeben? Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich attackiere dein Leber mit allem, was geht. Und ich gehe auch davon aus, dass ich darüber kriege. Von dem her. Okay. Ja. In welcher Runde? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, dadurch, dass es ziemlich schwer ist, alles drum dann denke ich auch, dass die letzten 4 Runden auf jeden Fall in die Luft ausgehen wird. Weil er ordentlich was an Muskeln zugelegt hat, ordentlich Kilos runter muss. Und deswegen denke ich, dass die ersten 4 Runden wieder ordentlich ballern und die nächsten 4 Runden wird er dann langsamer werden. Und relativ plausibel, ist 1x1. Die Erwartung finde ich gut. Timo, was glaubst du, sind Leons Schwächen? Wir haben einige Schwächen gesehen. Ich habe mit meinem Trainer ein bisschen analysiert und
Wenn ich dir jetzt mitteile, sage ich mal, du weißt wahrscheinlich selbst um so ein paar Punkte. Ja, hau doch raus. Man spricht nicht von Schwächen, aber das sind vielleicht Punkte, die du vielleicht ein bisschen ausbauen kannst und vielleicht wirst. Ich lasse mich gerne belehren. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht taktisch unklug, dir das jetzt mitzuteilen. Und ja, lass dich überraschen. Geht ihr da akribisch auf Knockout oder lasst ihr den Ring entscheiden? Nein, absolut nicht. Knockout passiert nicht, wenn man es will, sondern wenn man eben, wenn das Timing passt, wenn der Punkt gerade passt und das wird nichts erzwungen. Und ich sehe das eh nicht so, der ergibt sich. Da ist ein Moment, dann macht's Batschen, dann sehe ich da aus. Leon, 2016 hattest du deinen großen Auftritt im MGM Grand in Las Vegas und einen tollen Sieg nach Deutschland gefahren. Ja. Yeah. Wurdest von vielen auch als das Supertalent in Deutschland gefeiert. Yes. War das im Nachhinein betrachtet vielleicht ein bisschen zu viel Aufruhr um dich, psychologisch betrachtet? Auf gar keinen Fall. Ich bin der Beste. Von Deutschland bin ich der Beste. Es gibt keinen Besseren. Und egal, mit wem du bis jetzt im Ring warst, du wirst es am 27. sehen. Okay. Umso besser, dass ich gegen dich bocken kann. Ja. Von dem her ist es nur die Sache, dass die Medien mich abgeschrieben haben für eine lange Zeit. Allerdings ist es jetzt umso schöner, dass ich die Möglichkeit habe, wieder Vollgas zu geben. Von dem her ist ruhig ein paar goldene und glorreiche Jahre vor mir. Timo, kannst du vielleicht einen Kampf gegen Leon Bauer, der jetzt bevorsteht, damals mit dem Kampf gegen Felix Sturm ein wenig vergleichen? Oh, schwierig zu vergleichen. Ich meine, Felix Sturm habe ich schon als Kind gesehen, sage ich mal. Ich war, weiß nicht, 13, 14 Jahre alt, habe ich ihn im Fernsehen gesehen. Leon ist ein aktueller Boxer, also ist vom Stil her komplett anders. Man kann ihn ganz schwierig vergleichen mit Felix Sturm. Leon ist ein beweglicher Boxer. Schlägt viel, viel mehr als Felix. Ich war zu dem Zeitpunkt an einem ganz anderen, in einem ganz anderen Level. Einerseits psychisch gesehen, sage ich mal, und aber auch sportlich gesehen, boxerisch gesehen. Und deswegen wird das schwierig zu vergleichen sein, dieser Kampf. Leon, 2019, dein Sieg gegen Toni Kraft. Yes. Kurz danach eine lange Pause. Hast du in der Zeit mal mit dem Gedanken gespielt, mit dem Boxen aufzuhören? Mehrmals. Aber es gibt manchmal, ein gewisser Fluch verlässt einen nicht. Und der Fluch ist das Boxen. Und deswegen ist, ja, war der Gedanke schon ein paar Mal in meinem Leben da. Ja, aber irgendwie zieht mich die Handschuhe magisch an. Manche Dinge sind einfach Gott gegeben oder in der DNA drin. Was sind deine Ziele nach einem möglichen Sieg gegen Timo Rost? Naja, am Endeffekt vom Tag hoffentlich dieses Jahr 3 bis 4 Kämpfe zu machen. Ende des Jahres möglicherweise einen großen Titel zu boxen. Und dann, wie gesagt, die von den unter anderem Sturm, Zeuge, Feigenbutz, von denen meldet sich ja keiner, von denen will ja keiner den Kampf ansagen. Vielleicht gibt es noch andere coole deutsche Duelle, die man Sachen auf die Reihe kriegen kann. Generell sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Aktuell ist für mich was Wichtiges, der Mann vor mir. 27.01. Und danach geht's weiter. Timo, hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es eventuell nach dem Kampf aussehen könnte? Ich sehe das genauso wie Leon. Also jetzt ist Fokus 100% auf den nächsten Kampf erstmal und danach wird geschaut, was danach passiert. Ich glaube, wir haben beide Familie. Genießen auch die Zeit mal nach dem Kampf, dann eben vielleicht auch mal die Familie mal sehen kann. Eben, wir sind beide in der Vorbereitung und stecken da viel Fleiß und Zeit und alles rein und genießen auch mal die Pause danach und danach wird sich eben dann Gedanken gemacht, darum, was danach passiert. Dann danke ich euch für das kurze Gespräch und dann erheben wir uns nochmal zum Face-Off. 27. Januar, Leon Bauer gegen Timo Rost in der Motorworld in Köln. Danke euch.